Hallo, ja, heute dann der Rest von meiner Dorn Peaks Bestellung von, ich weiß nicht wann, Anfang Mitte Dezember. Bisschen AliExpress und ja, von Amazon noch. Und zwar habe ich mir bei Amazon mal so eine Kugelmuld bestellt, die hatte ich ja schon, oder Halbkugeln sind das ja. In größer, wo ich die Galaxiekugeln gemacht habe. Jetzt will ich mal probieren, ja, kleine Kugeln halt. Mal schauen, müsste ja glänzend rauskommen, sieht ja so erstmal ganz süß aus. Schauen wir mal. Wollte ich euch mal zeigen. Wie gesagt, war auch nicht so teuer. Bei Amazon hat jetzt aber auch ja, fast einen guten Monat gedauert, bis sie kam. Dann hatte ich mir bestellt bei AliExpress, ich glaube am 29.11. habe ich die Bestellung aufgegeben. Ja, Jellies. 15.000 Stück sind drin, 4 mm. Mit Kasten habe ich mir gleich zweimal bestellt. Weil, ja, braucht man ja irgendwie immer für alles: für Papier, für Resin, für Fimo, für alles. Muss ich mal noch irgendwann einsortieren. Ich bezweifle ja, dass diese ganze Tüte in diese kleine Kästchen passt, aber mal schauen. Ich glaube 9 Euro noch. Also keine 10 Euro hat das Ding gekostet und Entschuldigung, Versandkosten sind ja frei. Dann habe ich mir bestellt eine Bärchenmold und habe die auch schon gegossen. Und soweit sieht er erstmal aus, der kleine Scheiße. Mit bisschen Stäbchenglitzer und ja, Perlmuttpigmente sind drin. Finde ihn ganz süß. Gucken, jetzt kommt hier noch ein bisschen die Bamse rein, weil jetzt kam ja endlich für meine Gold- und Kawaii-Teile bisschen was mit bei Doran Beats. Jo, dann fangen wir mal an. Ich zeige euch wieder die ganzen Sachen und teile euch auch die Nummer drin. Und ja, zweimal habe ich mir die bespürt. Ich habe schon Kugelmulch, allerdings ja, richtig murmeln. Das ist ja jetzt hier mit Perle mit Loch. Ich glaube, das sind 12 mm. Da ist die Nummer. Ja. Ja, meine Finger sehen furchtbar aus, aber gut, okay. Dann 16 mm. Auch zweimal. Wie gesagt, das ist alles der Rest von dieser Bestellung, die ich euch kurz vor Weihnachten gezeigt habe. Dann Häschen. Man denkt ja voraus, ist ja bald Ostern und ja, Häschen ja immer. Da ist da die Nummer. So, würde ich mal gucken, sind immer 5 Stück drin. Finde ich ganz cool. Schauen wir mal. Dann hatte ich mir bestellt diese, Schälchen, die habe ich mir mal für ein Heidengeld, was heißt ein Heidengeld, ich glaube 3 Euro oder so, die kostet 3 Stück mal bestellt. Ne, 5 waren das ja. Bei Jolofin, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Nageldingens. Und habe mir jetzt bei Dorenbeets endlich mal welche gefunden. Da sucht man sie ja teilweise mit manchen Sachen dusselig und dämlich, aber wenn man eine Nummer hat, hilft das ja. Sind glaube 20 Stück und viele. Für die ganzen Steinchen und so braucht man die immer. Dann sind angekommen endlich meine goldenen Binderinge. Keine Biegeringe, sind nur Binderinge. In ja, verschiedenen Größen, die sind so schon irgendwie aufgegangen. Muss ich mal nachher mal einsortieren, aber ihr seht es ja klein. Groß. So. Dann haben wir die, finde ich ja so klasse. So, hier ist die Nummer erstmal. Zeige ich euch ja mal richtig. Diese gebrochenen, ich finde die ja so schau. Die sind so geil. Und diese blau und ich finde die herrlich. Ja, was ist das? Die Nummer 1 cm oder 10 mm oder ja, das sind die. Dann ist hier ein ganzer Schwung, 300 Stück habe ich hier bestellt. Nietstifte kennt ja jeder in Gold, keine Kettelstifte, Nietstifte. Wie gesagt, da ist da die Nummer. So, dann haben wir hier unser Säckchen und das ist das erste Mal, dass ich das erste Mal so viel habe ich ja noch nie bestellt, nur jetzt das zweite Mal gewartet gewesen im Dezember. Irgendwie immer so ein, ja, diese komischen Spargel, wie vom Spargelfeld, die Folie sieht das ja aus, diese Tüten, wo das drin ist, diese ganze China-Ware. Und diesmal gab es echt einen Karton. Hier.
Dann habe ich hier, ich packe die, hole ich die mal raus, die sind so süß. Kleine Schmetterschlinglinge. Schmetterfinken. Ich zeige euch die erstmal so in Blau und Rosé und da ist noch ein gelber und lila. So Gold halt. Das sind 20 Stück drin. Und das ist die Nummer. Dann goldene Glöckchen, ganz kleine. Ich habe ja Silber und Bunt habe ich irgendwie ganz viel und Plastik und Delaster, aber ja, Gold für diese ganzen Kawaii-Sachen. Da kann ich ja nun keine silberne Schüssel ranhängen, wenn da eigentlich alles Gold ist. Sieht ja dann kacke aus. So, dann hier, die finde ich total schau. Ups, weg sind sie. Blätter, die sind richtig cool. Von beiden Seiten, nicht nur von innen. Die Nummer sind 30 Stück. Jo. Finde ich dufte. Dann, die fand ich ja richtig cool. Die Schmunzelkatze. Kennt ihr die? Das ist jetzt zwar Bronze, aber ist ja völlig Pups, Bums, wie man auch immer sagen möchte. Hier mit so einem kleinen Herzchen. Hinten ein Loch im Schwanz. Ja. Die fand ich, die musste auch mit. Da. Wie gesagt, jetzt ist alles so. Wenn ich jetzt wieder reingucke, finde ich wahrscheinlich wieder 150.000 Millionen Sachen, die ich kaufen möchte. Aber ja, die Katze fand ich schon cool. So, dann haben wir hier. Die finde ich auch sehr geil. Melonen. Da ist die Nummer. Da, sehr ganz lange. Melonen. Fand ich cool. Dachte, ja, Hasen ist bestellt für Ostern. Sommer kommt ja dann auch mal irgendwann. Ist ja das nächste dann auf dem Plan. Nimmst du Melonen mit. Dann hatte ich mir hier bestellt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie die halt so sind und aussehen. Und ja, so ein Engelsrufer. Mal ich hoch. Schon wieder ein Boot hier heute. Ich bin mal aus dem Bild. Ich das mal aus. Und das finde ich eigentlich ganz... Dufte, kann man hier so. Ich zeige euch das erstmal so. Sieht übrigens vernünftig verarbeitet aus. Kann man hier irgendwie. Genau, so. Kleine Spänkchen. Und dann kannst du jede Murmel reinpacken. Ich glaube, für 16 mm ist das ausgelegt. Ich werde es mal probieren. Ich habe ja 16 mm Kugeln hier irgendwo. Warte mal. Habe ich hier irgendwo rum? Ja, hier. Oh, jetzt sind 16, sind 14, jetzt sind 16. Ist jetzt nur so ein Probemurmel gewesen, jo. Sieht doch ganz neckisch aus. Wäre natürlich nur geil, wenn es echt Silber wäre, aber haha, wir wollen es mal nicht übertreiben bei Dorenbeats. Ja, das ist jedenfalls die Nummer. Und finde ich hübsch. Kommen wir mal was schauen, was wir damit anstellen. Ach genau, dann hatte ich mir bestellt, hier schon innen raus, weil ihn musste ich vorhin schon brauchen für das Bärchen, also er funktioniert prima mit dem Bohren. Hat mir Bohrer mal mitbestellt, weil ich hatte ihn aus dem, wie heißt das Ding, Werkzeugkasten von meinem Mann und den hat geköpft. Und deswegen jetzt hier mal ein paar neue für mein Dremelchen. 5 Stück, huch, diese waren ja nicht so teuer und... Ja, mein Hund ist ja nicht hin. Jetzt kann man ja so ein bisschen besser mit so einem Boardings umgehen, dann wird das schon. Dann habe ich mir bestellt diese, ja, so Regenbogenfarben. In lila und rot. Die sind drin, 100 Stück. 8 mm sind die, glaube ich. Jo, die fand ich auch. Zu dem Gold und mit dem Kawaii-Sachen passen die wirklich ganz gut. Dann hatte ich mir ja, habt ihr ja gesehen, ihr habt die Blüten, hatte ich mir bestellt, diese Linsen und Herzchen. Und jetzt habe ich dann halt endlich mal noch die Sterne dazu geliefert gekriegt. Jo. Halt mal ein bisschen, ne? Dann haben wir hier Flügel für die Perlenengelchen. So. Die sind halt... Ihr seht das, ne? Sie sind, ich weiß nicht, was das ist, wie das heißt. Das sieht aus wie so eine, wenn man auf der Straße fährt und ihn Öl verloren hat, dann glänzt das auch so. Ich weiß, das ist wieder so ein typischer, ja, mein Vergleich halt. Aber ihr wisst alle, was das ist. Jeder lacht drüber und
jeder Arschlöcher, die meint es. So, dann haben wir hier nochmal ein Peckenflügel. Das ist wieder ein Nimmerchen. Und die finde ich ja cool. Die sind ja ähnlich. Wartet mal, ich popel die mal raus hier. Die sind ja so ein bisschen wie die Murmeln, ne? Diese gebrochene, nicht gebrochen, na so vereist und frostig kommen. Finde ich süß. Mag ich. Ja. Achso, hier waren übrigens 200 Stück drin, aber jetzt habt ihr auch bestimmt gesehen. So, und dann kommen wir schon zum letzten Tütchen. Und zwar warte ich ja da doch schon eine halbe Ewigkeit, obwohl immer noch zwei Sachen fehlen in meiner Bestellung. Und zwar meine, ja, ich hatte mir jetzt Kettelstifte fehlen mir noch in Goldsieg. Und die werden auch irgendwann kommen. Ja, jetzt hatte ich mir noch Nietstifte. Die waren ja auch noch nicht lieferbar. Jetzt waren sie wieder lieferbar. In Silber. Und wie gesagt, die sind hier in die Nummer. Da. In verschiedenen Größen. 1,8, 2,2, 3,0. Naja, jedenfalls so. Die Größen sind neun Pakete. Sortiere ich dann gleich in meine super duper Box da ein. Und dann ja, ist jetzt gleich im Weg alle da. Wie gesagt, bis auf einmal Kettelstifte in Gold müsste Dorobits jetzt endlich alle geliefert haben. Die haben da irgendwann mal irgendwelche Lieferschwere, keine Ahnung. Ich krieg ja mal eine E-Mail, wollen sie ihr Geld zurück oder wollen sie die Ware? Ich will die Ware. Ja. Warten wir ab. Jetzt warten wir seit Dezember, dann können wir den Januar auch noch voll machen und dann hoffe ich, wird das was. Dann werde ich jetzt, da ich ja mein Material habe, noch die anderen Sachen vom letzten Pop-Out fertig machen und dann gibt es wieder ein kleines Update. Jo, bis dann, tschüss.